Also meine Nichte zum Beispiel geht das erste Mal ins Ausland. Das ist so die Zeit, wo man einfach die Energy kriegen muss, sein Leben in die Hand zu nehmen, zu sagen, hier komme ich, jetzt geht's los, Party on. Und man verliert mit der Zeit dieses Gefühl Party on. Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Montagmorgen. Es ist ein richtig schöner Tag hier in Berlin. Ich habe mir wieder einen Kaffee gegönnt, ohne Thermoskanne. Es tut mir wahnsinnig leid. Habe ich vergessen. Bis an die Zähne motiviert, heute den Tag ganz mies wegzupounden, Leute. Aber dafür muss ich erstmal ins Büro. Was liegt heute an? Eine Menge. Ich habe jetzt erstmal jede Menge Telefontermine, weil einfach richtig viel zu erledigen ist. Sieht ja auch richtig chaotisch aus, aber es liegt einfach daran, weil ich im Moment so viele Dinge gleichzeitig mache und keine Zeit habe aufzuräumen. Ich mache gerade hier das MacBook Pro frei, dass ich da wieder ordentlich Speicherplatz drauf habe. Das heißt, die ganzen Daten, die ich von der Longboard-Tour, von der Blitz-Tour genommen habe, die werden jetzt alle auf die Festplatte rübergeschaufelt. Ich werde jetzt als erstes mal meine ganzen Telefonate wegballern. Das sind heute, ich glaube, 4 Stück wichtige Telefonate, damit es weitergeht. Und keine Kundentelefonate. Und danach reden wir weiter. Habt ihr eine Liste davon, was, sage ich mal, die Gebühren sind? Weil dann kann ich die 1:1 so in meinem Shop auch anstellen, dass wir damit... Ciao. So Leute, es hat jetzt gerade geklingelt. Mal gucken. Du, ich wollte jetzt gar nicht lange aufhalten. Ich wollte kurz Hallo sagen, weil ich seit Jahren wirklich dabei bin. Also Jahren gefühlt. Und jetzt bin ich einmal wieder hier. Oder bei deinem. Bei YouTube? Ja. Klingelt jetzt gerade an der Tür und. Ich war im Telefonat und er sagt so, ja, hast du kurz Zeit und so. Und ich dachte so, okay, jemand will sein Paket abholen. Aber nein, es ist ein Abonnent. Ist echt immer cool, jemand von euch zu treffen. Er ist jetzt gerade für 4 Tage in Berlin, wollte mal Hallo sagen, hat kurz geklingelt. Wir haben einen halben Kaffee zusammen getrunken, ein bisschen gequatscht. Super sweet. Nichtsdestotrotz, weiter geht's mit dem nächsten Termin. Nächstes Telefonat steht an. Ja, hier ist Trailstühl. Hallo. Ja, das genau. Das ist eine entscheidende Frage, weil funktionieren die auch auf dem Handy, diese Shops? Also sind die angepasst auf Handy? Da wäre die Frage. Man müsste mal mit besprechen, also ich bin eigentlich gegen weiteren Text. Man müsste mal fragen, ob man nicht vielleicht einfach so einen Mini-Trailer da einfach reinpacken könnte. Dass die ich würde es wahrscheinlich so machen, das müsstest du mal mit ihm besprechen, dass man sagt, er soll Best-of
festlegen, auf was wir auf die Seite packen. Und dann machen wir unten die Möglichkeit, dass man die gesamte Vita als PDF runterladen kann. Da steht dann, sag ich mal, bis Höchstchen ins Stöckchen drinne. Ich habe extra gewartet, bis ich hier wieder über holprigen Untergrund fahre, weil manche lieben das ja von euch. Bin jetzt auf dem Weg zum Mittagessen. Ich treffe mich noch mal kurz mit meinem Schwager und meiner Schwester und meiner Nichte. Wir sind nämlich gerade hier in Berlin und mache mit denen und esse mit denen kurz zu Mittag. Ist ganz gut, weil dann muss ich später nicht noch mal raus, um Essen zu fassen, sondern kann dann weiterarbeiten. Mal gucken, wo die sich rumtreiben. Habe ich euch erwischt. Peter, thank you. Vielen Dank für die Einladung. Viel Spaß in New York. Danke. Was für eine coole Family. Meine Nichte hier, die geht jetzt erstmal für ein Jahr nach Amerika. Ist mega aufgeregt. Könnt ihr euch noch erinnern, wann ihr das erste Mal im Ausland wart? Ich hatte auf jeden Fall richtig die Hosen voll. Aber es ist eine wichtige Zeit. Ich glaube, das erste Mal richtig im Ausland war ich mit 17 oder so. Da bin ich nach Orlando geflogen, ohne Family. Hab da Marcel getroffen tatsächlich, mit dem ich auf der Longboard-Tour war. Muss ich euch nochmal in Ruhe erzählen. War auf jeden Fall eine krasse Action, die wir da gemacht haben. Ja, ins Ausland gehen als Kind ist auf jeden Fall eine super Erfahrung. Oder als Jugendlicher. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr das erste Mal im Ausland war, mit wie vielen Jahren. Gut, genug gefachsimpelt, genug geträumt. Jetzt geht's zurück ins Büro. Ich habe um 13 Uhr, also in 5 Minuten, den nächsten Online-Support. Jemand hat bei mir einen Rechner bestellt und den richten wir jetzt einmal perfekt ein. Alle Programme drauf, alle Updates, dass alles eingerichtet ist und vernünftig funktioniert. Das ist auch, wo ich meinen Vlog einfach sehe. Wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also meine Nichte zum Beispiel geht das erste Mal ins Ausland. Das ist so die Zeit, wo man einfach die Energy kriegen muss, sein Leben in die Hand zu nehmen, zu sagen, hier komme ich, jetzt geht's los, Party on. Und man verliert mit der Zeit dieses Gefühl, Party on, los geht's. Bei, sag ich mal, den Jugendlichen jetzt oder bei meinen Nichten und Neffen ist es so, man ist in so einer Verfassung, die kenne ich auch noch von mir, wo man so ein bisschen zurückhaltend ist und sagt, okay, wo muss ich lang und mache ich alles richtig und so weiter. Man muss in diesen Mut kommen, dass man sagt, so, hier bin ich, was hat die Welt mir zu offerieren, was ist für mich da, was geht, was ist möglich. Und dieser Switch ist super wichtig und da sehe ich auch, sag ich mal, die Verantwortung von meinem Vlog, dass jeder, der es vielleicht wieder verlernt hat oder es noch nicht verinnerlicht hat, zu sagen, ich gehe on offense, ich gehe in die Offensive. Vorne werden Tore gemacht, nicht hinten. Das heißt, ich gehe wieder raus aus dieser verhaltenen, passiven Haltung, sondern ich stelle mich draußen hin und sage, so, hier bin ich, Leute, los geht's. Und das Gute ist hier wiederum, ich bin keiner, der Millionen gemacht hat oder so, oder bin keine Cash-Cow. Ich bin einer, sag ich mal, von euch, der einfach sein Ding macht und versucht, im Leben seinen Weg zu gehen. Und kann euch dadurch Energie geben, dass ihr euren Weg gebt. Und das gibt mir was und ich hoffe, es gibt euch auch was.
What's up? Ich sitze mit deinem Zeh im Schlaf gespielt. Warum? Im Schlaf, keine Ahnung. Ja, du hast geschlafen, ich nicht. 56% Schlafqualität hatte ich aufgrund, weil diese Dame dachte, sie kann mit meinem großen Onkel spielen. Kann mit einem anderen spielen, aber nicht mit meinem großen Onkel. Ich arbeite. Was ist das? Ich arbeite hier um T-Shirts. Stichwort. Ja, ich habe ihm verbildlicht, wie es aussehen muss. Thank you.